Ich grüße euch, Freunde des Entitos. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute zu einem kleinen Video, was sich der gute El Bajo von mir gewünscht hat. Er hat mir zwei Themen vorgeschlagen. Das hier ist ein Thema davon. Es geht um das Perk Déjà-vu-Erlebnis. Er sagt immer, wenn er Survivor spielt und Leute haben das dabei, dann bauen die Survivor den Dreier-Gen aus der Hölle, weil sie einfach nicht checken, wie das Perk funktioniert. Und da will ich heute mal Aufklärungsarbeit betreiben. Also, Déjà-vu-Erlebnis ist ein Perk, was dafür sorgt, wenn die Runde losgeht, sieht der Survivor, der das Perk benutzt, die Auren der drei Generatoren, die am nächsten beieinander stehen. Also die Generatoren, die am wenigsten Laufweg untereinander haben, werden dir angezeigt. Wenn du einen davon sogar reparierst, kriegst du einen Reparaturgeschwindigkeitsbonus von 5%. Geht dann wieder ein Generator an, aktiviert sich das Perk erneut und du siehst wieder die drei Generatoren, die am wenigsten Laufweg untereinander haben. Der El Bajo hat mir geschrieben, die Leute machen einfach ganz stumpf die drei Generatoren am Anfang, die einem angezeigt werden. Oder auch generell einfach die drei Generatoren, die einem angezeigt werden. Das ist aber falsch. Natürlich, die drei Generatoren, die einem angezeigt werden, sind die, die am nächsten beieinander stehen. Man sollte aber nicht alle davon machen, sondern entweder nur einen oder zwei davon machen. Und dann einen davon stehen lassen und dann gucken, wo sind die nächsten drei beieinander. Damit der Killer weite Laufwege bekommt unter den Gens. Ja, so ist das gedacht. Ich werde euch das gleich nochmal in einer Vorführrunde zeigen, wo ich nur Déjà-vu-Erlebnis spiele mit der Alchemisten-Clödia. Also bis gleich in der Vorzeigerunde. Und da sind wir auch schon in der Runde. Midwich ist geworden, aber ist egal, welche Map das ist. Es geht nur um das Prinzip von dem Perk. Ihr seht schon, das sind die drei Gens, die am wenigsten Laufweg untereinander haben. Ja, die sind am nächsten beieinander. Das ist auch leider schon der Killer. Aber es geht halt eigentlich darum, jetzt einen von diesen drei Gens zu begrabbeln. Also laufen wir einfach mal dahin. Einer ist oben und zwei sind unten, also nehme ich einen von den unteren. Und es ist halt wichtig, nicht alle zu machen, weil wenn ein Gen fertig wird, von denen hier, von den dreien, dann gibt es wieder drei neue, die nah beieinander stehen. Das ist das Wichtige bei dem Perk, ja? Ihr seht die Reparaturgeschwindigkeit, solange das Perk aktiv ist und ich sitze an einem der Gens, die mir angezeigt werden, erhalte ich den 5%igen Bonus. Und gleich ist das Perk aus, das heißt, die Auren verschwinden. Aber wir wissen ja, welche Gens hier die drei am nächsten sind. So, deswegen reparieren wir den Gen hier einfach mal. Da wird gechased und auch erfolgreich tatsächlich vom Freddy. So, ich hoffe, er hat jetzt keine Geißelhaken. Hat er nicht, okay. Ah, die hat verwandt. Sehr schön. So. Warum auch immer der jetzt eine Palette geschmissen hat, der Typ. Keine Ahnung. Ja, Tunnelpunkt-Echse. Aber vom Allerfeinsten. Was? Eine Runde hat angetäuscht nur. So, das ist einer von den drei Gens, die nah beieinander sind, wissen wir ja. Das heißt, wenn der gleich fertig wird, dann zeigt ihm das Perk drei neue Gens, die nah beieinander sind. Das ist das ganz Wichtige dabei. Und da haben wir sie auch schon. Seht ihr das? Zack, drei neue, die nah beieinander sind. Also jetzt sie sterben lassen, GG. Das heißt, jetzt machen wir einen von denen. Ja, wieder einer, der unten ist. Also zwei, die unten sind. Gehen wir mal an den hier dran. Ja, ist ganz wichtig, jetzt nicht an einen zu gehen, der uns eben angezeigt wurde. Kann man zur Not auch machen. Aber es ist ratsam, dann wieder die neuen anzupeilen hier, ne? Einfach auch wegen dem Geschwindigkeitsboost, den man bekommt. Und ganz wichtig, immer zu den neu angezeigten Gens gehen, ja? Also nicht einfach die machen, die am Anfang uns angezeigt wurden, auch wenn wir wissen, wo die stehen. Sondern einfach an die neuen drei Gens gehen. Das ist
ist einfach, hat einfach den Grund, dass man so nicht diesen Dreier-Gen aus der Hölle baut, wie El Bajo das. Wie El Bajo das beschrieben hat. So, einer war noch oben, ne? Man muss das ein bisschen merken. Wenn man in eine Chase gerät, das Perk ist deaktiviert und man weiß nicht mehr ungefähr, wo waren die Gens, ja, dann setzt euch einfach an irgendeinen Gen dran, das ist dann auch nicht so schlimm. So wie ich jetzt, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, ich bin jetzt in eine Chase geraten quasi, der Killer kam dahin. Ich habe keine Ahnung, wo sind jetzt, ne? Ich habe die Auren vergessen etc. Ich habe keine Ahnung. Dann setzt euch an den nächsten Gen, den ihr findet. Aktiviert das Perk damit wieder oder wartet, bis ein Mate einen Gen macht. Dann wird das Perk nämlich auch wieder aktiviert. Und dann könnt ihr, oh, die ist im Keller. Und dann könnt ihr einfach wieder auf die Gen-Mission gehen. So, wir gehen die mal eben retten. Terrorradius. Deswegen, okay. So, Fluchtversuche haben nicht funktioniert. Na, will die jetzt auch in den Keller bringen. So, das ist mein Gen. Das war von den Dreiern, von den. Schon die Palette gewastet, ne? Kate, schön. Finde ich nicht schön. So. Na, wo ist er denn? Kommen Sie mit! Kommen Sie mit. Nö, er geht nicht mit. Okay, gut, machen wir einen anderen Gen. Der hier wurde uns am Anfang angezeigt, das weiß ich noch. Ja, das war so einer der ursprünglichen Dreier-Gens hier. Also das Prinzip sollte eigentlich klar sein. Macht nicht alle Gens, die euch angezeigt werden, nehmt ein oder zwei davon. Aber in der Regel einen, dann wird das Perk wieder aktiviert. Und dann geht er zu den nächsten Dreiern. Nehmt davon einen. Und geht wieder zu den nächsten. Ja, so baut ihr halt keinen Monster 3-Gen für den Killer. Und macht es dem Killer halt super schwer, einen 3er-Gen aufzubauen. Na? Da macht jetzt gleich lange Finger. Jawohl. Ah, hat er gut gemacht, okay. Ja, das war natürlich wieder, weißt du, wenn du was zeigen willst, dann kriegst du Mates aus der Hölle. Aber das Prinzip sollte klar sein eigentlich, ja. Macht nicht alle Gens, die euch mit Déjà-vu-Erlebnis angezeigt werden. Macht einen, maximal zwei. Und dann sucht euch die neuen Dreier-Gens. Macht davon einen, ja, dass das immer schön aufgesplittet wird. So baut ihr keinen Dreier-Gen für den Killer. Und der Killer hat es schwer, selber einen zu bauen. Ja, ganz wichtig. Ja, ich würde mich dann jetzt auch sterben lassen hier an der Stelle, weil die Runde ist ja sowieso fertig mit der Welt. Also, keine Ahnung, warum der Freddy mich hasst, warum der Toxic auf mich ist, weil ich einen Gen gemacht habe vielleicht. Er ist so richtig Toxic auf mich, was ein Typ, ey. Was ein Typ. Jo, GG. GG, Leute. Oh Mann, was ein Typ, ey. Was ein Killer, was ein, was für Mates schon wieder. Aber das ist alles egal.
Das Prinzip sollte klar sein mit Déjà-vu-Erlebnis jetzt. Also mehr kann ich, kann mich nur noch wiederholen, Leute, mache ich jetzt an der Stelle nicht. Ich denke, es ist klar und deutlich angekommen, wie Déjà-vu-Erlebnis funktioniert, wie es einzusetzen ist. Und setzt das bitte so um, macht keine Faxen, trollt eure Mates nicht. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne und ciao.